Bewohner. Oh. Am Ende richtet jeder selbst darüber, wie sehr er sich treu geblieben ist. Wer war noch nicht im Späti? Viel Spaß beim Shoppen, Jochen. Ich habe da ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Wenn du auf deinen Einkauf heute verzichtest, darfst du beide Medaillen mitnehmen. Ich nehme das Angebot an. Du musst mir schon einen Namen nennen. Layla. Jochen übergibt die Medaille. Wie habt ihr geschlafen auf dem Boden? Wow. Scheiße. Ja, das war schon richtig hart. Aber ich sag auch so, die Harten kommen nur in den Garten. Ne? Ich starte meinen Tag immer aktiv. Die Synapsen, die müsste ich erstmal wieder neu verkuppeln morgens. Was meinst du, wie das hochfährt, hier die Festplatte? Das ist viel Energie, ich sag's dir, Matze. Deine Festplatte? Ja, nicht. Ey, guck mal, die braucht nicht so viel. Bei mir ist gerade Dings. Hat aus allen Öffnungen geschossen. Ja, weil du dich so fest gepresst hast, bestimmt. Nee, ich hab Hämorrhoiden. Aber das ist schon ansteckend, ne? Hämorrhoiden. Ja, ist ansteckend, ja. Ja, haben wir alle hier dann. Nicht, dass Mike zurückkommt und da auch so eine Glocke am Hintern hat. Aber da musst du mal zum Arzt. Ja, was soll ich machen, Alter? Ich bin seit 10 Jahren immer noch gesund. Also, dass man da 10 Jahre Hämorrhoiden hat und nicht zum Arzt geht, das kann ich gar nicht nachvollziehen. Finger pro Mexiko oder was? Herzlich willkommen zu Ich kenn dich besser als dir lieb ist. Wer hat denn zuerst Ich liebe dich gesagt? Ich habe mich nicht getraut, es ihm persönlich zu sagen. Und deswegen habe ich ihm in WhatsApp geschrieben. Wer ist der loyalere Bro? Damit haben wir keine Übereinstimmung. Ah, scheiße. Wer hat mehr Leichen im Keller? So, Jochen, da gibt's ja wohl was aufzuarbeiten. Das sind ja einige. Ja. Welche zum Beispiel? Kann ich nicht sagen. Ein klitzekleines Beispiel? Manche Sachen sind nicht verjährt. Oh. Wer hatte mehr Sex im TV? Yes. Hattest du überhaupt? Ah, ihr sprecht euch nicht ab. Ja, ich glaube, sie hatte nicht. Ich glaube ich, weil sie hatte doch keinen Sex. Keine Übereinstimmung. Ich hatte zwar noch keinen Sex, aber du doch auch nicht. Doch. Du hattest Sex. Oh. Woher soll ich das denn wissen, dass du Sex im TV hattest? Mann! Du kommst nicht mehr rein, oder was? Ich überleg noch oder? Nee, ich überleg noch. Hey, aber dass da zum Beispiel so Schaum entsteht, ist nicht gut. Das ist pures Gift, was da oben jetzt schwimmt. Ja, ja. Ich geh mal weg. Lass mal auf, Alter. Wenn ihr morgen aufsteht, Junge, Alter, ganzer Körper voller Pickel, Alter. Ich fühle mich wie geduscht von dem Schaum. Also, ich glaube nicht, dass das schmutzig war. Zack, zack, zack. Innerhalb von ein paar Minuten war das Ding leer. Der Dreck war raus. Und jetzt können wir wieder Vollgas geben. Befüllen wir das Ding, damit wir morgen wieder den Flipper machen können. Meine Tochter lernt nicht einfach Männer kennen oder so. Stell dir vor, dein Kind lernt die ganze Zeit neue Partner kennen. Es gibt ja Menschen, die das machen. Einfach dieses Provokante die ganze Zeit in meine Richtung. Ich denke mir so, wenn du hier rumlästerst und stichelst, kriegen die Leute es doch sowieso mit. Ich glaube, dass sie will, dass ich was sage, damit die endlich ausrasten kann. Das ist einfach wie so diese gemeinen Lästerschwestern. Ich habe halt am Anfang gedacht, dass ich mir das eingebildet habe, dass Elena einfach immer ekliger wird, was mich betrifft. Aber mittlerweile sprechen mich ja auch Leute schon darauf an, dass sie das spüren. Und das gibt mir einfach noch mal mehr Bestätigung. Ey, was soll ich dir sagen? Wie schwer ist die Situation? Ist ja übertrieben schwer. Wir haben hier ja schon den ein oder anderen Ausraster von Elena gesehen. Aber ich glaube, die wartet, bis diese richtige Bombe kommen kann. Und die wird bei mir sein. Ich bin bereit dafür. Weiß Mimi, dass Vollmond ist? Nein, sag's ihr nicht. Bitte nicht. Nicht vor der Show. Mimi, Vollmond, oder? Oh mein Gott. Ich bereue es jetzt schon, dass ich sie überhaupt darauf hingewiesen habe. Komm mir ja an den Mond an. Au! Boah, wir können heute so krass manifestieren. Was möchtest du dir Schönes manifestieren? Wie macht man das denn? Du setzt dir ein Bild. Ich manifestiere mir ein Jeep, ein Date, ein sorgenfreies Leben, echte Liebe. Findest du nicht, dass das ein bisschen viel ist? Nein. Das Universum liebt es, wenn Menschen übertreiben. Was manifestierst du dir? Dass ich heute nicht rausfliege. Wir manifestieren, dass die Alive Puras heute nicht aus dem Promi Big Brother Container fliegt. Wenn das jetzt nicht klappt, dann werde ich auch nie wieder manifestieren. Ich fühle mich sehr alleine jetzt, wo Cecilia weg ist. Ich war schon lange bereit. Ich habe es nicht getan für Cecilia. Ich ertrage jeden Tag Sachen, wo ich mir einfach denke, Elena, warum tust du das an? Ich wusste ja nicht, dass hier ein Paar drin ist. Hast du wirklich mit ihm abgeschlossen?
Ja, boah, schon lange. Es geht nicht darum, dass die verliebt sind, dass sie zusammen sind, das ist mir alles egal. Mhm. Aber wie die beiden sich gegenüber mir verhalten, auch mit den Blicken von ihr und alles, das ist zu viel für mich. Ich weiß, ihr seid alle hier, ihr seid für mich da. Aber die sind zu zweit, versteht ihr? Und das ist etwas, was mich irgendwie belastet, weil ich weiß, sie stärken sich die ganze Zeit. Würde ich jetzt gehen, würde ich ja denen alles das geben, was sie wollen. Das ist ja das Ziel von denen, mich rauszuekeln. Ich gebe denen das nicht. Ich bleibe hier und kämpfe um den Sieg. Was für ein Schuss, ne, von Mike, Cecilia zu nominieren. What a shot. Seltsamerweise bestätigen sich jetzt meine ersten Eindrücke. Es ist abgefahren. Also der größte Eindruck, den ich habe, ist, dass wir nicht Gast des großen Bruders sind. Sondern Gast von Mike und Layla. Wir sind so die Spielfiguren drumherum, ja. Ich habe noch eine offene Rechnung mit Layla, weil sie mich ständig hier wieder nominiert. Naja, es bleibt mir ja nichts anderes übrig, jetzt strategisch zu spielen. Ich habe mich gefragt, wie ihr ohne einander seid. Ob ich Layla besser kennengelernt hätte, wenn ihr nicht als Paar hier wärt. Und ich habe mich gefragt, wie es wäre, wenn jetzt diese Dreierkonstellation nicht entstanden wäre. Weil ich glaube, die war. Das wäre was ganz anderes. Ja, ja, die war einfach hart für euch alle. Wenn du Mike besser kennenlernen willst, musst du Layla nominieren. Ich würde Layla nie nominieren mit Mike. Das ist doch abartig. Wer soll das machen? Das ist ja total bescheuert. Nein, so kann ich doch nicht denken. Du denkst so. Klar. Ja, denken die doch genauso. Und wenn das ernst gemeint ist, dann haben wir auch nur nicht ein Problem. Also so läuft das hier mal gar nicht. Drück. Nein! Mann, warum sagst du mir das nicht früher? Ach Mann, ey, scheiße. Sarah und ich waren natürlich einmal, haben wir vergessen, obwohl ich eigentlich daneben stand. Und bumm, ging der Crazy Frog an. Ganz ehrlich, beide auf der Liste morgen. Was ist los mit euch? Heute ist ein Tag der... Und? Komm, auf geht's. Wenn schon, denn schon. Doppelwopper. Der war glücklich, dass wir noch wach sind, ne? Wir schlafen in den meisten Fällen sowieso um diese Uhrzeit nicht. Deswegen ist der Nachtwachenalarm auch ein bisschen geil, weil wir dann nochmal schön Gas geben und durch die Räume tanzen. Der Erste ist drin. Okay. Erster Wurf ist drin. Matze gewinnt. Ihr nominiert euch heute offen ins Gesicht. Mike. Ich nominiere Sarah. Ich nominiere Daniel. Ich nominiere Elena. Ich nominiere heute Elena. Heute nominiere ich Elena. Ich nominiere Max. Ich nominiere Elena. Ich habe Elena nominiert. Ich nominiere Max. Ich nominiere ganz klar Daniel. Geht jetzt alle zurück in den Wohnbereich. Elena oder Daniel, einer von euch ist in wenigen Sekunden draußen. Verabschiede dich von deinen Mitbewohnern. Daniel, für dich ist Promi Big Brother vorbei. Danke. Alles gut, Alter. Alles gut, dass ich weiß, ja.